Wir bitten euch nun in dem letzten Duell der Vorrunden nochmal um einen höchst spektakulären Applaus für die erste Künstlerin. Und das ist Feli! Ich kann heute nicht auftreten. Ja, es stimmt. Jemand muss mich von dieser Bühne holen. Mir geht's nicht gut. Ich habe Migräne. Und überhaupt meine Tage. Und ach egal, ich habe halt irgendwas Fatales, Ansteckendes. Ich kotze auf die Bühne jeden Moment. Normalerweise würde ich es lieben, hier zu sein. Normalerweise liebe ich Bühnen, denn da bin ich wer. Da bin ich wer. Da bin ich. Werde nicht erst, sondern kehre den Schmerz nach außen, dass euch alle dran teilhaben. Normalerweise bedeuten diese Bretter die Welt für mich. Hier wird mein Herz zum Schmetterling, hält mich nicht gefangen. Doch heute erschienen mir die Schritte hierher wie ein Gang zum Galgen. Ich wünschte, ich könnte einen Abend angenehm gestalten. Doch stehe ich nun vor diesem einst so heißgeliebten Mikrofon, dann sieht man schon mein Biotop aus Angstschweiß. Ich werde wandweiß wie bei einer Krankheit und meine Hand weiß auch nicht so recht, wohin die Nägel rigoros in ihr vergraben. Denn dieser Ton macht heute nicht die Musik. Ich bin ein neophober Misanthrop, ich wage nichts Neues. Ich wollte sagen, mich freut's, bei euch zu sein. Doch mein Magen dreht sich heute schneller um als Juroren zu Kandidaten bei The Voice. Und würde ich jetzt zu erzählen anfangen, würde man in mir sowieso nur die sehen, die vorgestern geheult hat, weil sie die falsche Buttermarke gekauft hat, gestern wegen einer kaputten Glühbirne und gerade eben noch, weil sie sich auf dem Weg hierher verlaufen hat und das ja nichts anderes als grenzenlose Dummheit bedeuten kann. Seit einiger Zeit habe ich in meinem Kopf einen Dauergast. Eine übelriechende, fette Tante, die alles außer Kummer und Trauer hasst. Sie sagt mir, dass meine Langschläfrigkeit ein Zeichen für Schwäche, meine wachsende To-Do-Liste ein Indiz für Versagen und das Chaos in meiner Wohnung der Beweis für meine Wertlosigkeit ist. Sie hat die Hummeln in meinem Hintern in Faultiere und die Flöhe in meinem Ohr in Weberknechte verwandelt und sie habe ich Dolores genannt. Weil das auf Spanisch Schmerz bedeutet, ein ziemlich hässlicher Name ist und wegen Dolores Umbridge aus Harry Potter. Denn die ist genauso gemein, ungerecht und hinterfotzig. Dass Dolores bei mir wohnt, hätte manch einer nie für möglich gehalten. Es sehen ja immer alle meine strahlenden Fotos, mein Lachen in Tonlos und mich als den Prototypen meines lebensfrohen Menschen. Doch der O-Ton eines bekannten Sprichwortes besagt doch, dass man Menschen immer nur vor den Kopf gucken kann. Wie oft hörte ich schon, bei dir könnte ich mir das nie vorstellen, weil du doch so eine Rampensau bist. Nun, Fakt ist, dass mir heute in diesen Lampen flau ist. Wahrscheinlich, weil sie gerade wieder mit der blanken Faust spricht, dieser Schlampe traue ich alles zu. Dolores möchte, dass ich manchmal alles auf einmal will, weil sie mir sagt, dass ich dann vielleicht eine Chance habe, mal was wert zu sein. Und sie genießt es, wenn ich dann nichts davon auf die Reihe kriege. Dolores ist ein Bondage-Fan, denn sie fesselt mich ans Bett. Manchmal den ganzen Tag. Und das ist jetzt nicht so, dass ich darauf stehen würde. Aber sie möchte offenbar, dass ich dort alle 50 und mehr Schattierungen von Grau auswendig lerne. Und ich hasse ja nicht mal sie, sondern nur mich selbst dafür, dass sie mich als Geisel hält. Denn wir leben ja schließlich in einer freien Welt. Ich könnte gehen, wohin ich will, doch bleib gefällt wie ein Baum bloß traumlos liegen, in dem Glauben, ich hätte mein Leben ja längst umgekrempelt, hätte mir meine eigene Trägheit kein Bein gestellt. Denn Dolores verleugnet ihre Existenz mit beeindruckender Vehemenz und verliert doch nichts von ihrem immensen Einfluss. Ihr Mantra, jeder Mensch hat ein Talent, aber du bist wohl die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Hat sich schon längst in meiner geplagten Seele verewigt und meine Erinnerung predigt noch kontinuierlich von diesen Tagen, denn gerade noch wollte ich am liebsten eine Expedition nach China wagen. Gerade noch konnte man mich nach jeder Note all meiner Lieblingslieder fragen. Gerade noch strich ich in Gedanken meine Wände Pastelltürkis, Champagner, Fliederfarben. Doch jetzt hat mein Hirn den Farbfilm vergessen, wie dieser Typ von Nina Hagen.
Und dann fällt es mir halt schwer, über Dolores zu lachen. Doch wenn ich es wage, lacht sie doppelt so laut zurück. Und dann fällt es mir halt schwer, in den Spiegel zu sehen. Doch wenn ich es wage, spüre ich euer Mitleid. Und dann fällt es mir halt schwer, mir vorzustellen, dass sich vielleicht gerade jetzt auch jemand fragt, wie kann so eine Frau sich nur so hässlich fühlen? Tja, wie ich das kann, weiß ich auch nicht. Aber bei all den Dingen, die ich nicht kann, kann ich zumindest das richtig gut. Und noch immer stehe ich hier, mit erweiterten Pupillen. Ihr erwartet von mir, eure Lust auf Erheiterung zu stillen. Doch jeden Text, den ich schreiben könnte, hat es in Hüllen und Füllen, in Prozenten und Promillen, millionenfach in ellenlanger Haaresbreite schon gegeben. Und in meiner Lethargie fehlt mir irgendwie außerdem die Energie für die Erschaffung von Poesie, denn ich wollte Texte über Blumen schreiben. Doch Dolores sagte, dass sie alle verwelken. Texte über den blauen Himmel, doch ich sehe nur Regenwolken aufziehen. Texte über auflodernes Feuer, nach Freiheit duftende Landschaften, glockenhelle Melodien, gänsehauterregende Stimmen, über Hoffnung. Doch Dolores ließ mich nichts davon fühlen. Es gibt keine bahnbrechende Geschichte heute. Man würde sie mir sowieso nicht abkaufen. Also verzeiht mir, wenn ich sagen muss, ich kann heute nicht auftreten. Aber danke, dass ihr mir zumindest so lange zugehört habt, damit ich erklären konnte, warum.